Diana, komm schon! Diana, komm schon! Komm schon! Diana, du machst das! Du machst das, Diana! Oh Mann, ich hab verloren! Nun, Diana, bist du bereit, meine Aufgabe zu erfüllen? Sag schon! Okay, Knopper, ich habe verloren und bin bereit für deine Aufgabe. Aber bitte, lass es eine schöne Aufgabe sein. Oh, Diana, ich mache mir Gedanken über die Aufgabe. Knopper, lass es eine schwere Aufgabe sein. Lass es eine schwere Aufgabe sein. Nein, Mädchen. Seid freundlicher zu mir. Ich habe eine bessere Idee. Nun, du wirst dem ersten Kerl, der diesen Raum betritt, in den Hintern packen. Oh, oh ja. Oh, Mama. Knopper, du bist eine nette Freundin. Ja, Mädchen, was ist, wenn Lehrer Mike zuerst kommt? Soll ich ihn dann auch anfassen, oder? Nein, der Lehrer spielt nicht mit. Jedermann. Außer dem Lehrer. Mädchen, dann drücken wir mal die Daumen, dass es Smile ist. Hoppla, Diana, du hast Pech. Nun, es ist nur ihr Ex. Nein, nein, Knopper, gib mir eine andere Aufgabe. Bitte, ich flehe dich an. Nein, Diana, tu es. Wo hat Kostja den Ball hingelegt? Mädchen, ich kann nicht. Diana, komm schon. Oder du wirst eine Verliererin sein. Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. Mädchen, ich kann nicht. Time out. Diana, komm schon. Mädels, wir sollten uns darauf einigen, dass niemand etwas erfahren darf. Dima, entschuldige. Diana, was soll denn das? Dima, entschuldige. Es war nur eine Aufgabe. Denk nichts Dummes. Was war das? Was war das? Nun, es ist interessant. Die Cheerleader-Bunnies fassen die Hintern der Freunde der anderen Mädchen an. Ups, dass Diana Dimas Hintern berührt hat, ist wohl kein Geheimnis mehr. Die Ratten werden es jedem erzählen, Mist. Oh Mann, Ratten, ihr kommt immer zur falschen Zeit. Wenn überhaupt, dann war das nur eine Aufgabe. Diana, das war Belästigung. Bist du sicher, dass es eine Aufgabe war? Ja, Dima, ich bin mir sicher. Eine Aufgabe. Diana, du hast es geschafft. Jetzt bist du keine Verliererin mehr. Das ist Belästigung. Das geht gar nicht, was sie gemacht hat. Mädchen, ich hoffe, dass das, was ihr gesehen habt, ein Geheimnis bleibt, okay? Naja. Hört mal, es war nur eine Aufgabe. Zügelt eure Zungen. Hört zu, Dima, was war das? Flirtet Diana mit dir, oder was war das? Das geht gar nicht. Ich habe nur mal einen Ball gesucht und sie hat mich einfach angefasst. Was, wenn Grünschopf das herausfindet? Stell dir vor, wie beleidigt sie sein wird. Ich habe doch gar nichts gemacht, okay? Dima, wir sind immer für die Gerechtigkeit. Wir denken, dass Greenie alles herausfinden muss. Hört mal, es war nicht meine Schuld, dass Diana einfach mich belästigt hier, okay? Diana ist schuld daran. Ich habe keine große Sache gemacht. Keine große Sache? Keine große Sache? Das würde sie verrückt machen. Dima, du solltest deine Diana vergessen. Du gehst mir auf die Nerven. Dima, ich möchte, dass du Jana und mich bittest, dass wir Grünschopf nichts erzählen sollen. Dima, heute müssen alle Poster mit Diana aus unserem Haus verschwinden. Ist das klar für dich? Ich hab die Schnauze voll. Wo hat Kostja diesen Ball hingelegt? Browse, na los, wir zahlen unsere Schulden immer pünktlich zurück. Mach uns einen Kakao mit Marshmallows auf Kredit, bitte. Mädels, ich würd's ja machen, aber meine Freundin macht ja... Was ist mit deiner Freundin? Sie verbietet mir, anderen Mädchen Kakaogeld zu leihen. Ist das ein Problem? Wir werden deiner Freundin nichts sagen. Browse, bitte. Okay, aber ihr bekommt nur einen Kakao, okay? Frösche sind die coolsten. Frösche sind unbesiegbar. Shenya wird es nicht herausfinden. Was wird Shenya nicht herausfinden? Oh, da ist ja meine Freundin. Shenya, hallo. Ups. Hallo, Frösche. Was für Geheimnisse habt ihr mit meinem Freund? Shenya, wenn ich du wäre, hätte ich diesem rosa Mädchen schon längst die Perücke abgerissen. Wir müssen Grünschopf wegschicken. Wahrscheinlich bettelt sie wieder um ein Brötchen. Shenya, sie wollte nur also... Wir wollten nur einen Kakao mit Marshmallows. Ist das verboten? Shenya, sie erzählen Lügen. Sie kaufen nie etwas. Sie fragen die Freunde der anderen Mädchen danach. Wollt ihr, dass mein Freund euch etwas kauft? Browse hat uns sogar einen kostenlosen Kakao mit Marshmallows angeboten. Und er bat uns, Shenya nichts zu sagen. Ich wusste, dass es an dieser Schule keine normalen Jungs gibt. Shenya, reg dich nicht auf. Wir sind Frösche. Sag die Wahrheit sofort. Browse, bist du ein Verlierer, der diesen Mädels einfach Sachen kauft? Hey, ich habe niemandem was gekauft. Außer uns. Browse, ich warte immer noch auf mein Dessert. Ihr seid Blutsauger. Ich habe keinen Hunger mehr. Shenya. Shenya, oh Mann, es ist alles eure Schuld. Nicht unsere, Browse. Es liegt an dir. Kakao. Oh Mann, Knopper, das verzeih ich dir nie. Was für eine Aufgabe. Die Ratten haben mich gerade gesehen. Und sie werden alles an Grünschopf weiterleiten. Wenn Grünschopf das herausfindet, verliert sie das Bewusstsein. Diana, bemühe dich nicht.
Was passiert, wenn Sie es Grünschopf erzählen? Sie wird ein bisschen schreien, na und? Mädchen, das ist in Ordnung, wenn Sie es Grünschopf erzählen. Aber wenn Smile das herausfindet, kriege ich Ärger. Chili, Sie sind da! Gigi, das ist ein Reinfall, verstehst du das? Chili, hör mir zu. Wir treten jetzt die Tür ein und sagen, Mädels, wir brauchen eure Hilfe. Ganz einfach. Gigi, Sie werden uns nicht helfen. Chili, eins, zwei und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Eins, zwei, drei. Also los. Ich glaube, Dima war nicht verärgert, als Diana auftauchte und so etwas tat. Das Tier. Er war überhaupt nicht verärgert. Er dachte, Diana würde mit ihm flirten. Oh, Mädels, kommt schon. Hört auf mit diesem Thema. Hallo, Bunnies. Bunnies, wir müssen mit euch reden. Mädchen, eigentlich kann man nur eintreten, wenn man an die Tür klopft. Warum seid ihr hier? Wir haben noch nicht mit der Auswahl der neuen Cheerleader begonnen. Keiner wird euch aufnehmen. Okay, Gigi, lass uns gehen. Chili, warte. Mädels, wir brauchen euren Rat. Wir brauchen eure Hilfe, Mädchen. Wow! Was für Ratschläge brauchen die Verlierer? Ich glaube, sie haben ein paar persönliche Probleme. Verlierer, wir sind gerade beschäftigt. Ja, lass uns gehen, Gigi. Lass uns gehen, Gilly. Ah, okay, Mädels. Sagt uns, welche Art von Rat braucht ihr. Ich werde euch helfen. Diana wirklich? Diana, wir haben Probleme mit unseren Freunden. Richtig, wir können nicht flirten. Bring uns das Flirten bei. Mädchen, das Flirten wird euch nicht helfen. Knopper, beruhige dich. Du warst heute so gemein. Soll ich dich daran erinnern, wie ich dir beigebracht habe, mit Timur zu flirten? Chili, wir haben eine Chance. Nun, Diana, ich weiß nicht, was ich tun soll. Pookie schaut mich nicht mehr an. Und Patrick starrt andere Mädchen an. Oh, Mädels, das ist dein Problem, wie ich sehe. Mädels, wie viel Zeit haben wir noch bis zum Training? 15 Minuten, Diana. Na, großartig. Ich kann euch in 15 Minuten mehrere Dinge beibringen. Danke, Diana. Die Jungs gehören uns. Leute, wisst ihr was? Marys Oma hat mich zu sich nach Hause eingeladen, aber warum sollte ich dort hingehen? Max, das Treffen mit der Großmutter ist wirklich wichtig, okay? Ich fahre demnächst mit Diana Ski. Nur Diana und ich. Das ist besser, als mit der Oma Tee zu trinken. Leute, werdet ihr mir helfen oder so? Ja, ich werde einfach anrufen. Hallo, ist da die Großmutter von Mary? Max kann nicht kommen, der ist gerade total beschäftigt. Diana, wir gehen jetzt zu den Basketballspielern und sagen ihnen, dass wir mit eigenen Augen gesehen haben, dass Diana Dima angefasst hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, Leila. Es ist schade, dass wir kein Foto gemacht haben. Jana, entschuldige, das hätte ich nicht erwartet. Die Hauptsache ist, dass Smile uns glaubt. Wir haben keine Beweise. Er wird uns glauben, Jana. Ach komm schon, du kannst ihre Großmutter kennenlernen. Dann kann sie dir noch was über Mary erzählen. Was kann mir ihre Oma über Mary erzählen? Die Hauptsache ist, dass Smile uns glaubt. Jungs, hallo. Hallo. Hallo, was macht ihr hier? Smile, wir sind hier, um mit dir zu reden. Es ist ein wirklich ernstes Gespräch. Ach wirklich? Kommt ihr zu mir oder was? Ihr habt wohl vergessen, dass wir nicht miteinander reden. Ja, Mädels, geht bitte. Wir trainieren gerade. Ich hatte die Schnauze voll, okay? Warum rennt ihr immer hinter uns her? Leila, hast du das gehört? Weißt du, Smile, wenn es dir egal ist, wessen Hintern Diana anfasst, dann gehen wir eben. Wir gehen, Smile. Was? Hey, wartet, wartet. Wen hat Diana angefasst? Na also, es geht doch, Smile. Wollen wir uns nicht hinsetzen? Er sollte lieber nicht mit ihnen reden. Jetzt werden sie wieder irgendeine Geschichte erzählen und er wird ganz ohr sein. Er lügt doch. Nein. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Oh Mann, ich konnte fühlen, dass sie noch in ihn verknallt ist. Smile, das ist doch klar. Smile, trainieren wir weiter? Trainiert ohne mich weiter, ja? Smile hat schlechte Laune. Smile hat schlechte Laune. Oh Mann, diese Mädchen. Kommen und brechen unser Training ab. Okay, komm, machen wir weiter. Leute, macht diese Aufgabe. Ich hoffe, dass ihr es schafft, denn wir haben diese zusätzlichen Kurse, die euch bei der Schule helfen sollen, okay? Okay, Herr Mike. Hey, warum hast du letzte Woche den zusätzlichen Unterricht geschwänzt? Nun, also ich habe meiner Oma geholfen, ja. Erzähl keine Lügen, du hast die ganze Nacht gezockt und dann geschlafen den ganzen Tag. Okay, verstehe. Wenn ihr diese Aufgabe nicht hinbekommt, dann werde ich keinen extra Unterricht mehr machen. Lehrer Mike, sagen Sie Pookie, dass er mir meine 3 Bälle zurückgeben soll. Er hat sie gestohlen, okay? Patrick, halt die Klappe, ja. Costa, ich sag's dir, sie hat mich belästigt. Sie ist einfach zu mir gekommen und hat das gemacht. Okay, Dima, aber setz dich hin, ja? Ich sage dir, einfach das gemacht. Dima, setz dich und beruhig dich. Lehrer Mike schaut schon zu, ja? Das ist mir egal, er kann das ruhig mitbekommen. Dima, ich weiß nicht, was du da gerade machst, aber was soll das? Dima, komm schon. Lehrer Mike, Diana hat was ganz Übles gemacht, okay? Ja, das erzählen wir ihnen nach dem Unterricht. Setz dich, ja? Pookie, hast du Dima gehört? Gigi und Julie haben das bei uns noch nie gemacht, oder? Da bin ich auch froh drum und außerdem sind wir nicht mal mit ihnen zusammen. Leute, hört auf zu reden, okay? Sonst werden wir keine zusätzlichen Unterrichtseinheiten mehr haben. Okay. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass sie einfach so meinen Hintern berührt hat. Ich muss das auf jeden Fall jemandem erzählen. Dima, erzähl mir das nach der Stunde, aber jetzt mach erstmal die Aufgabe, okay? Ja, Lehrer Mike, mach ich. Aber das, was Diana da gemacht hat, das geht echt gar nicht. Erzähl mir das nach dem Unterricht. Jetzt mach erstmal deine Aufgabe, okay?
V-I-C-T-O-R-Y, der Sieg. Bunnies sind die Besten, Bunnies sind die Besten. V-I-C-T-O-R-Y, der Sieg. Bunnies sind die Besten, Bunnies sind die Besten, Bunnies sind die Besten. Puh, Mädels, wir hatten so ein gutes Training. Echt gut. Ja, Diana, aber mit unserem Maskottchen wäre es besser. Ja, ich vermisse das Maskottchen. Übrigens, Mädchen, bevor wir einen neuen finden, wird Smile unser Maskottchen sein. Was sagt ihr dazu? Wow! Weiß er von seinem Glück? Nein, Mädels, ich werde es ihm heute sagen. Was willst du mir sagen, dass du Dimas Hintern einfach so berührt hast? Oh Mann, Smile, ich erkläre dir alles. Das ist nichts. Smile ist echt wütend. Knopper, Knopper, hi! Smile, beruhige dich. Das war nur die Aufgabe von Knopper. Übrigens wollte ich vorschlagen, dass du unser Maskottchen wirst. Nur eine Zeit lang. Nein, ich werde nicht das Maskottchen sein, okay? Ich werde nicht im Hasenkostüm herumspringen. Ich bin Basketballspieler, ja? Smile lehnt ab. Das wusste ich. Der macht Theater. Klar, er ist nur wegen Dima beleidigt. Knopper, das war übrigens deine Aufgabe. Es ist deine Schuld. Mary, beruhige dich. Wer wollte eine schwere Aufgabe haben? Es ist nicht meine Schuld, dass die Ratten es gesehen haben. Okay, Smile, du wirst nicht das Maskottchen sein. Sei doch nicht beleidigt wegen Dima. Das war nur die Aufgabe von Knopper. Erklär's ihm. Diana, man erledigt solche Aufgaben nicht. Und außerdem, wie muss ich jetzt Dima fühlen? Knopper, sag es ihm. Was soll ich denn sagen? Ich will nichts damit zu tun haben. Kostja, ich gehe jetzt rüber zu Diana und stell sie zur Rede. Ja, okay, mach das. Chili, sie kommen. Ich hoffe, ihr wartet nicht auf uns. Das ist nämlich das Ende unserer Beziehungen. Gigi, sie sind wütend. Das ist gut, Chili. Flirt Nummer 2. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Ihr lügt. Nein, Grünschopf. Grünschopf, wenn es sein Hintern war, ist das schrecklich. Ich kann es nicht glauben. Grünschopf, es war unsere Pflicht, es dir zu erzählen. Du kannst es glauben oder nicht. Da ist Dima. Carina, ich finde es jetzt selbst heraus. Dima, stimmt das? Was, Grünschopf? Das mit dir und Diana bei den Schließfächern. Ja, sie hat etwas gemacht. Erzähl alles. Grünschopf, du musst alles herausfinden. Alles. Nun, Senja, Grünschopf ist in der Nähe von Dima. Geh und rede mit Browse. Nein, Mädchen, ich habe ein stolzes Herz. Ich werde nicht gehen. Senja, wenn du nicht gehst, gibt es keinen Kakao für uns. Weißt du, er gibt uns Kakao auf Kredit, weil du seine Freundin bist. Und wisst ihr was? Ich bin stolz, ich kann auch ohne Kakao leben. Seht ihn euch an, er ist so niedlich. Ich sagte, das war's, kein Kakao mehr. Dima, wenn du mir nicht die Wahrheit sagen willst, werde ich sie selbst herausfinden. Wenn es die Wahrheit ist, dann... Carina, lass uns gehen. Viel Glück. Ich weiß noch immer nicht, warum Diana mich belästigt hat. Dima, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht hat. Es ging echt gar nicht. Vielleicht war es eine Aufgabe oder so. Denkst du, jemand hat sie beauftragt oder so? Ich weiß es nicht, kann sein. Smile, ist alles in Ordnung? Wirklich? Du hast sie nicht mal angefasst? Smile, ehrlich. Ich habe ihn nicht einmal angefasst. Ich habe es einfach so gemacht. Ups, das ist alles. Stimmt's, Knopper? Ja, das war die Aufgabe. Diana hat ihn nicht einmal berührt. Diana, du hast diese Aufgabe kaum bewältigt. Die Ratten haben es dramatisiert. Typisch. Siehst du, Smile? Okay, ich glaube dir mal. Und wann sollte ich Maskottchen werden? Oh, naja. Diana? Großartig, Smile ist auch hier. Diana, wer hat dir erlaubt, den Hintern der Freunde anderer Mädchen anzufassen? Ha? Ich werde die Ratten umbringen. Das verstehe ich nicht. Weiß die ganze Schule schon davon oder was? Sogar Lehrer Mike weiß das. Und der Direktor auch. Knopper, diese Aufgabe war zu viel. Diana hat jetzt viel zu viele Probleme. Und was ist mit mir? Sie hat verloren. Es war nur eine Aufgabe. Mädels, das ging echt gar nicht. Das war Belästigung. Er kann sie sogar anzeigen. Warte eine Sekunde. Grünschopf, ich verstehe das nicht. Es war doch nur eine Aufgabe, nichts weiter. Diana, ich möchte, dass du dich vor allen Leuten dafür entschuldigst, dass du die Freunde anderer Mädchen angefasst hast. Ich hoffe, du hast meinen Kostja nicht angefasst, ha? Huh? Du Cheerleader. Grünschopf, es wird keine Entschuldigungen geben. Smile, los geht's. Nein, Diana, du wirst dich jetzt entschuldigen. Leute, nicht vor der Kamera. Ihr habt schon alles gesehen. Das war eine dumme Knopperaufgabe. Ihr habt schon alles gesehen. Gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wartet auf unsere neuen, coolen Episoden. Also, auf Wiedersehen, tschüss!